10 Gramm Zucker, 1 bis 2 Hexaliter Olivenöl, 10 Gramm Butter, 1 dicke Möhre, Klammer auf 100 Gramm, Klammer zu, 1 Drittel TI mildes Currypulver, 1 Apfel, Klammer auf 200 Gramm, Klammer zu, 12 Maronen, Klammer auf ca. 90 Gramm, 1 TI Zitronensaft gegart, Vakuum verpackt, Klammer zu, Pfeffer 4 TI Weißweinessig, Salz 4 Scheiben durchwachsene 50 Gramm Feldsalat, Speck, Klammer auf 10 Gramm, Klammer zu, 100 Gramm Chicorée, 1 TI helle Sesamsaat, 100 Gramm Radicchio di Treviso, außerdem Fleisch, 5 Eilein Dotteröl, Thermometer, Klammer auf zum Beispiel Demeter, Bioladen, Klammer zu, erstens 2 Orangen so schälen, dass die weiße Haut vollständig mit entfernt wird. Orangen in dünne Scheiben schneiden, in eine Schüssel geben, mit Klarsichtfolie abdecken und kalt stellen. Saft der restlichen Orange auspressen, Klammer auf ca. 80 ml, Klammer zu. Zucker in einem kleinen Topf hellbraun karamellisieren. Mit Orangensaft Ablöschen, Butter und Curry unterrühren zugeben, ca. 2 Minuten einkochen lassen. Maronen und 1 TI Essig unterrühren salzen. Zweitens Feldsalat putzen. Chicorée und Radicchio putzen, Blätter mundgerecht schneiden, alle Salate waschen und trocken schleudern. Drittens für das Dressing restlichen Essig in eine Schale mit Salz verrühren, danach Leindotteröl und 2 Hexaliter Wasser unterrühren. Viertens Schweinefilet rundum mit Salz würzen, Olivenöl in einer ofenfesten Pfanne erhitzen und das Filet darin bei mittlerer bis starker Hitze rundum 2 bis 3 Minuten braten. Auf der zweiten Schiene von unten bei 150 Grad, Klammer auf, Gas 1, Umluft nicht empfehlenswert, Klammer zu, 25 bis 26 Minuten garen, Klammer auf, bei einer Kerntemperatur von 59 Grad, ist es innen rosa, Klammer zu. Fünftens in der Zwischenzeit Möhre schälen und grob raspeln, Apfel waschen, vierteln, entkernen und grob raspeln. Sofort mit dem Zitronensaft mischen, danach Möhrenraspel untermischen und mit Salz und Pfeffer würzen. Speckscheiben in eine Pfanne bei mittlerer Hitze knusprig braten herausnehmen und auf Küchenpapier abtropfen lassen. Sechstens Filet aus dem Ofen nehmen, auf einem Teller 5 Minuten ruhen lassen, anschließend in dünne Scheiben schneiden. Salate.